MENA Watch, der Talk. Einen schönen Tag, meine Damen und Herren. Meine Gesprächspartnerin ist Frau Dr. Elsbeth Wallnufer, Kulturanthropologin und Volkskundlerin, von der in den letzten Jahren zwei hochinteressante Bücher erschienen sind. Sie heißen Heimat, ein Vorschlag zur Güte und Tracht, Macht, Politik. Darüber wollen wir reden. Und ich möchte anfangen mit Tracht, Macht, Politik. Da gibt es eine Schlüsselfigur, die sowohl für Tracht als auch für Macht als auch für Politik zuständig ist und deren erstaunliche Wirkung bis heute reicht, obwohl sie schon vor Jahrzehnten gestorben ist. Sie heißt Gertrud Pesendorfer. Und ich ersuche Sie, Frau Wallnufer, über die Frau Pesendorfer zu berichten. Die Frau Pesendorfer war eine Sekretärin mit einem Hang zur, Leidenschaft zum Beitracht und Dirndl. Und diese Sekretärin aus Innsbruck, deren Mann war ein illegaler Nazi und das war eine Gesinnungsehe und vermutlich auch eine Liebesehe. Und die haben dann sich immer dieses Themas angenommen und 1938, nachdem nach der Abstimmung in Österreich der Anschluss erfolgt ist, hat die Frau Pesendorfer von der großen Kulturpolitik Nazi-Deutschlands den Auftrag bekommen, sich programmatisch, politisch um eine Neuerfindung des Dirndls und der Tracht zu kümmern. Sie war also Trachtenbeauftragte für das deutsche Trachtenwesen. Sie sagten Neuerfindung. Was heißt das? Neuerfindung heißt, dass sie betonte, sie wird die Tracht, die man bis dahin vor allem getragen hatte, wo es keine Moden, wo die Mode noch nicht Einzug hielt und noch keine Baumwollstoffe zu haben waren, da hat sie gesagt, das ist schweres altes Zeug, beeinflusst im Stil vom Katholizismus, der ja mitbestimmt hat, dass man nicht ohne mit Dekolleté und Haut zeigte bei der Kleidung. Sie ist dafür, dass wir es vom Katholizismus, von diesem katholischen Diktat befreien und neu entwerfen. Und dann hat sie so etwas wie eine leichte, gezähmte Erotik in das Kleidungsstück reingebracht, ähnlich jenen Entwürfen, die bereits die modischen jüdischen Unternehmer in der Zwischenkriegszeit und um die Jahrhundertwende begonnen haben zu entwerfen. Genau, die Frau Pesendorfer hat angefangen, Regionen zu schaffen, auch dort, wo es keine Trachten und Dirndln vorher gab, hat die neu entwerfen lassen. Und dann hat sie gesagt, das ist ein Finchker, das ist ein Pustertaler, das ist ein Oberösterreicher, das ist ein Niederösterreicher. So weit nach Osten hat sie nicht gegriffen. Das haben dann ihre Schüler gemacht. Übrigens Männer aus Oberösterreich und Kärnten. Die waren alle bei ihr im SS-Ahnenerbe Heinrich Himmlers beschäftigt. Und die haben nach 1945 dann diese Tradition der Neuerfindung von Trachten, quasi die Modernisierung von Tracht und Dirndl, weitergeführt. Das heißt, wir haben in ganz Österreich, mit Ausnahme an den Rändern von Vorarlberg, Entwürfe, die alle auf diese Ideologie und Programmatik der Frau Pesendorfer zurückgehen. Das heißt, das, was wir heute als Dirndl betrachten, im Heimatwerk in Oberösterreich oder wo immer, und was sich darauf beruft, dass das eine uralte Tradition ist, das ist in Wirklichkeit Schwindel. Das sondern das geht auf die Frau Pesendorfer und die Nazizeit zurück. Genau, oder deren Schüler. Ja, damit sind wir beim größeren Thema Heimat, das ja auch durch die Nationalsozialisten bis zur Unbrauchbarkeit beschmutzt worden ist und daher auch der Untertitel ihres Buchs Heimat, ein Vorschlag zur Güte. Das heißt, sie gehen von dem Problemfall aus und wollen aber den Versuch machen, das Wort wieder brauchbar
zu machen. Und dieser Versuch läuft ja auch schon lange und bis zu einem gewissen Grad ist es ja auch wieder gelungen. Heimat, ein Vorschlag zur Güte, beruft sich auch darauf, dass ich komme ja aus dem Italienischen. Und im Italienischen, das ist der Unterschied zum Deutschen, da lässt sich die Heimat anders festmachen, nämlich am Individuum. Die deutsche Heimat, wenn wir von deutscher Heimat sprechen, Untracht und Politik und Macht, dann meinen wir immer, es ist ein Thema für ein Kollektiv, für ein Gesinnungskollektiv, für ein rassisches Kollektiv, für ein ethnisches Kollektiv. Dasselbe passiert in Italien eben nicht. Ich würde jetzt um 100 Jahre zurückgehen und meinen, begonnen hat die Ideologisierung des Begriffs in der Romantik. Da wurde dann aus einem Gefühl, dass es ursprünglich war, auch ein Programm, also das Wartburgfest von 1817 hat als Parole gehabt, Ehre, Freiheit, Vaterland. Da wurden auch Bücher verbrannt und da kommt auch schon oder wieder der Antisemitismus ins Spiel. Und die Frage ist, warum ist mit dem Heimatbegriff, warum ist da der Antisemitismus so naheliegend? Warum ist der Antisemitismus so naheliegend? Weil eben Heimat, die deutsche Heimat, jetzt sprechen wir nur von der deutschen Heimat, weil die ein ethnisches, rassisches, gesinnungspolitisches Konstrukt ist, eine Erfindung. Der Rassismus und die ethnische Tendenz beim Begriff Heimat ist eine Erweckungsidee, die tatsächlich immer für das deutsche ethnische Kollektiv geschaffen wurde. Gut, nach den Napoleonischen Kriegen, dieses berühmte Gedicht von Ernst Moritz Arndt, Was ist des deutschen Vaterland, das unmittelbar zu Ende der Napoleonischen Kriege geschrieben wurde. Dann gibt es die Studentenbewegung. Die bis heute übrigens Moritz Arndt zitiert und bemüht und aufrechterhält diesen Sermon. Weil der nationale Flügel in der Studentenbewegung den Liberalen besiegt hat, was auch damit zusammenhängt, dass die Reichseinigung erst 1871 militärisch erfolgt ist, genau, mit dem Deutschen Kaiserreich. Und damit kommt alles auf eine schiefe Ebene und am Ende steht dann die Volksgemeinschaft der Nationalsozialisten. Und das alles bedeutet, dass Heimat ein so unglaublich belasteter Begriff geworden ist. Aber ich meine, begonnen hat es in der Romantik, in dem aus einem Gefühl ein ideologisches Programm geworden ist. Ich würde sagen, in der Romantik war es ein Gefühl, das sich dann im Zuge der Ereignisse zu einer politischen Programmatik umschneiden ließ. Nach dem Zweiten Weltkrieg in Österreich, eigentlich auch in Deutschland, war Heimat zunächst kein Problem. Wir denken etwa an diesen unglaublichen Erfolg der österreichischen und deutschen Heimatfilme. Heimat ist die Summe wahnsinnig vieler Gefühle, Erinnerungen, einer ganz großen Memoria. Und erst wenn sie politisch wird und wenn sie für eine Gemeinschaft ersonnen wird, dann kriegt sie eine Richtung, wo man dann ganz gern drauf vergisst, dass Heimat die Hölle sein kann. Aber natürlich auch der Himmel ist auch schön. Die eine schöne Heimat haben, die es daheim schön haben, wünschen wir doch jedem. Aber Heimat kann auch die Hölle sein. Und das müssen wir auch immer dazu denken. Also Heimat ist eine Utopie, die, wenn sie nicht politisch vereinnahmt wird und politisch gesteuert wird, ist sie etwas, das in jedem von uns steckt und wo jeder von uns damit lernen muss, umzugehen. Denn sobald wir anfangen, Heimat unpolitisch zu denken, dann kommen wir in irgendwelche Idyllen rein, die sich ganz von alleine vergaloppieren, irgendwohin. Nein, Heimat ist etwas, das am schönsten und am freiesten ist, wenn es im Rahmen einer parlamentarischen Demokratie ausgeübt
wird, weil man dann die Wahlfreiheit hat, Chinesisch zu essen, Griechisch zu essen, Italienisch zu essen, Tracht anzuziehen oder einen Trussardi-Anzug anzuziehen, was immer da einen in den Kopf kommt. Frau Dr. Wallnöfer, danke für das Gespräch. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.